Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Europa muss sich mehr um sich selber kümmern und um seine Nachbarschaft. Und die Bundesregierung hat mit starker Unterstützung der Koalition Afrika stärker einbezogen in die europäische Nachbarschaftspolitik. Migrationspartnerschaften, Ausbildungspartnerschaften und gezielte Begleitung der diplomatischen Prozesse im Maghreb sind die Markenzeichen dieser Politik. Europa hat die Chance, mehr Kraft, neue Kraft zu entwickeln durch mehr Zusammenhalt in dieser Frage. Und deshalb ist es völlig abstrus, Herr Kollege Neu, wenn Sie davon reden, dass das, was wir mit der Operation Sophia beschließen, eine Flüchtlingsabhaltepolitik ist. Die wenigen deutschen Soldaten und Schiffe, die dort im Einsatz sind, haben in den letzten 2 Jahren 20.000 Menschen aus Seenot gerettet. Insgesamt sind 40.000 Menschen von Sophia, von dieser Mission, aus Seenot geborgen worden. Deswegen geht es hier nicht um Abhaltung, sondern es geht darum, dass wir Europäer eine abgestimmte Politik mit Blick auf Libyen, den Maghreb und die Fluchtursachenländer in der Sahelzone entwickeln. Warum ist das so notwendig? Schauen wir, wenn wir den Anträgen der Linken und zum Teil auch der Grünen folgen würden, käme Europa in die Position eines Zuschauers. Für die Linken wären die Grenzen offen. Die Grünen haben in ihrem Antrag gute Vorschläge gemacht, was die Migrationspartnerschaften angeht, aber sie schließen den Küstenschutz und die Ertüchtigung der libyschen Küstenwache aus. Beides zusammen, die Zusammenarbeit mit Ländern in der Sahelzone und die Stärkung des politischen Prozesses in Libyen, sind zwei Seiten einer Medaille. Beides gehört zusammen, und das ist auch verantwortungsvolle Politik. Wenn wir hier erfolgreich sein wollen, sollten wir auch die Signale, die wir dieser Tage aus Italien vernehmen, sehr sorgfältig anhören. Und es geht doch darum, dass wir nicht noch mehr Flüchtlinge einfach aufnehmen und Libyen sich selbst überlassen, sondern dass wir mithelfen, dass in den Flüchtlingslagern an der libyschen Nordküste erheblich mehr Menschenrechte durchgesetzt werden und dass diese Flüchtlingslager unter internationale Aufsicht kommen. Deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir alles daran setzen, diplomatisch in Europa, dass wir in die nächste Phase von Sophia kommen, nämlich zur Anerkennung der libyschen Zentralregierung und damit auch zum Aufbau von entsprechenden, von der EU mitfinanzierten und vor allen Dingen auch überwachten Aufnahmezentren in Libyen. Warum ist das so erforderlich? Die meisten Flüchtlinge, die nach Europa aus Afrika kommen, kommen über Libyen, weil dieses Land zerfallen ist. Nur gerade mal 3% haben einen Anspruch auf Anerkennung als Asylbewerber. Entscheidend ist, dass wir Libyen stabilisieren, dort Perspektiven schaffen und umgekehrt mit den Ländern, die südlich von Libyen auch vor dem Zerfall sind, angesichts des Klimawandels, angesichts des demografischen Wandels und angesichts zerfallender Systeme und der Terrormilizen, dass wir diese Staaten stabilisieren und eine Bleibeperspektive schaffen. Und uns dann deshalb aus der Ertüchtigungsinitiative Libyens herauszuhalten, wie es der Antrag der Grünen fordert, greift schlichtweg zu kurz. Es kommt doch einfach darauf an, dass wir die Chance nutzen, durch permanente, gezielte Ausbildung Fähigkeiten auf libyscher Seite zu schaffen, damit dort verlässliche staatliche Strukturen gelten. Ich möchte 4 Interessen ansprechen, die wir in dieser Region haben. Herr Kollege Kiesewetter, der Kollege Neu möchte noch eine Zwischenfrage stellen. Ich freue mich auf die Kurzintervention von ihm nachher. Ich möchte meinen Gedanken zu Ende führen und die 4 Interessen ansprechen. Unser erstes deutsches wie auch europäisches Interesse ist es, dass Sarraj und Haftar in Libyen zusammenkommen, dass Haftar den politischen Prozess einleitet und nicht Teil einer militärischen Lösung bleibt. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir diplomatisch auf Katar und die Türkei einwirken, dass sie ihre Vorbehalte hinsichtlich einer Zusammenarbeit zwischen Haftar und Sarraj aufgeben. Hier ist Diplomatie gefragt. Zweitens brauchen wir in dieser Zusammenarbeit zwischen Sarraj und Haftar eine stärkere staatliche Fähigkeit auf Seiten der Zentralgewalt. Das zweite Interesse, was uns dort berührt, ist, dass wir die regionalen Initiativen unterstützen, nämlich die, die von Algerien
von Tunesien, von Ägypten und von Marokko ausgehen. Es war schon einmal im Jahr 2011 so weit, dass aus der Region mit Blick auf Gaddafi eine diplomatische Lösung kurz vor dem Abschluss stand. Da haben wir damals einen Fehler gemacht, nicht Deutschland, aber die internationale Staatengemeinschaft. Hier gilt es wirklich in der Fähigkeit der Region mehr zu investieren. Der dritte Punkt ist, dass wir diplomatisch Russland an Bord halten, dass Russland die militärische Unterstützung von Haftar aufgibt und Teil wird des diplomatischen Prozesses. Und viertens, ich habe es angesprochen, geht es darum, über Libyen hinaus einen diplomatischen Prozess anzustrengen mit den Migrationsländern südlich von Libyen. Dazu gehören auch Waffen einsammeln und Militärdiplomatie. Ein letzter Punkt, der mir am Herzen liegt. Wir als Fraktion unterstützen die Mission Sophia. Wir sind von ihrer Erfolgsaussicht überzeugt, aber es reicht noch nicht. Wir müssen in die Phase 3 einschreiten, also auch auf dem libyschen Boden aktiv werden. Aber wir sollten in unseren Debatten über die Mandate es in der nächsten Periode erreichen, dass wir nicht immer nur einzeln isoliert die Mandate beraten, sondern dass wir uns in diesem Hohen Hause auch Gedanken machen über die generelle Ausrichtung unserer Außen- und Entwicklungspolitik Deutschlands und auch Europas und dass wir die Mandate einordnen. Es sind nun mal unsere Interessen, die wir dort wahrnehmen, und es sind auch unsere Werte, die durch die fürchterlichen humanitären Ereignisse, die dort passieren, ja Skandale in Teilen, dass unsere Werte dort auch aufs Spiel gesetzt werden. Deswegen wiederhole ich, Europa hat die Chance, neue Kraft zu schöpfen durch mehr Zusammenarbeit, durch kohärente Arbeit. Und wir in der CDU-CSU-Fraktion wollen das mit Nachdruck unterstützen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Neu hat jetzt die Gelegenheit für eine kurze Kurzintervention.